Überweisung, Empfehlung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/4593, Anhörung von Edward Snowden im Europäischen Parlament, genau verfolgen und auswerten. Landesregierung muss Konsequenzen zum Schutz der Menschen in Nordrhein-Westfalen ziehen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe verbliebene Zuschauer hier im Saal und liebe Zuschauer zu Hause im Livestream. Wir behandeln heute wieder Snowden und seine Enthüllungen über den Angriff der Geheimdienste auf die Demokratien weltweit. Warum reden wir darüber? Weil es weiterhin erforderlich ist und weil es sonst niemand tut in NRW. Wir haben die Berichte des Whistleblowers Edward Snowden seit Juni thematisiert und Anträge zum US-Überwachungsprogramm PRISM, zu Tempora, zur Verhinderung von Wirtschaftsspionage und zum Schutz von Whistleblowern eingereicht. Immer wieder wurde behauptet, man müsse erst einmal prüfen. Die Tatsachen würden noch nicht ausreichen. Bitte nehmen Sie endlich zur Kenntnis, Fakt ist, Snowdens Enthüllungen sind konsistent und wurden nie substantiiert, angezweifelt und erst recht nicht wurden sie widerlegt. Von niemandem. Quizfrage. Quizfrage. Warum sollten die USA diesen Mann auch sonst mit solcher Konsequenz verfolgen? Wir halten die Veröffentlichungen von Snowden für valide. Die Wahrnehmung bei den anderen Parteien scheint aber durchaus unterschiedlich zu sein. Je nach Örtlichkeit lustigerweise, zum Beispiel die Grünen. Dort, wo sie in der Opposition sind, bringen die Grünen ähnliche Anträge wie wir ein und schwingen dort die rhetorische Keule. In Berlin stellten die Bundestagsgrünen in ihrem Antrag vom September fest, dass, Zitat, der Tatbestand des Angriffs auf die Werteordnung des Grundgesetzes als auch europäische Grundrechtsverbürgungen erfüllt ist. Sieh an. Ähnliches in Bayern und in Thüringen. Dort aber, wo Sie in Regierungsverantwortung sind, so wie hier in Nordrhein-Westfalen, handeln Sie entgegengesetzt und lehnen alle konkreten Forderungen ab, gegen die millionenfache Grundrechteverletzung vorzugehen. Das empfinde ich als heuchlerisch. Wieso fehlt hier der Mut, die Sache ganz klar beim Namen zu nennen? Jetzt hat selbst ein US-Bundesrichter an diesem Montag festgestellt, das massive Abschöpfen von Telefondaten von amerikanischen Bürgern durch den Geheimdienst NSA ist grundsätzlich verfassungswidrig. Noch eine Zeitungsmeldung. In meiner Rede zum britischen Überwachungsprogramm Tempora hatte mir der Kollege Hegemann die Anspielung auf Stasi-Methoden übel genommen und dies in Abrede gestellt. Nun hat laut New York Times immerhin die Bundeskanzlerin Merkel, die ja wohl auch ihrer Partei angehört, Herr Hegemann, Obama selbst Stasi-Methoden vorgeworfen und einen Vergleich zwischen NSA und Stasi gezogen. Herr Kollege Hegemann sagte im Juli hier im Plenum noch, dass der Vergleich mit der Stasi eine Frechheit und dummes Zeug sei. So viel zur Haltbarkeitsdauer der Aussagen vom Kollegen Hegemann. Zurück zu unserem Protagonisten, der die wohl größte systematische Unterwanderung unserer Demokratie ans Tageslicht gebracht hat, Edward Snowden. Er findet als politisch Verfolgter in der gesamten sogenannten westlichen Wertegemeinschaft kein Asyl. Aktuell ist die brasilianische Regierung wegen des Drucks der Amerikaner leider eingeknickt. Unser Antrag soll die Bedeutung von Snowdens Aussagen verdeutlichen. Die Anhörung im Europäischen Parlament ist jetzt für Januar geplant. Daraus können sich auch wichtige Erkenntnisse für NRW ergeben. Manche halten das hier scheinbar immer noch für eine Märchenstunde. Genau diese Realitätsverweigerer unter Ihnen soll die Landesregierung die Anhörung genau verfolgen und auswerten. Dann haben Sie es noch einmal schwarz auf weiß. Vielleicht hilft das ja. Wir Piraten werden uns das natürlich sowieso live anschauen, aber wir wollen Ihnen da auch nichts vorenthalten. Wir Piraten bleiben dabei. Wir verteidigen die Werte des Grundgesetzes, egal von wem sie angegriffen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Heinrichs.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ein Whistleblower. Noch bis vor kurzem hätten wir zumindest hierzulande nicht gewusst, was ist das denn überhaupt? Das hat sich inzwischen sehr geändert. Diese Erweiterung unseres Wortschatzes ist insbesondere Leuten wie den WikiLeaks-Gründern Julian Assange und eben Edward Snowden zu verdanken, der in den vergangenen Monaten Schlagzeilen produziert hat, die uns alle wachgerüttelt haben. Es steht außer Frage, wir haben Edward Snowden wichtige Erkenntnisse zu verdanken. Seit seinen Veröffentlichungen zum PRISM-Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes NSA wissen wir, dass die USA unsere digitalen Kommunikation anlasslos überwacht, gerastert und gespeichert haben. Die Grundrechte unbescholtener Bürgerinnen und Bürger wurden so über viele Jahre hinweg auf skandalöse Weise missachtet. Inzwischen verhandelt Deutschland mit den USA über ein Anti-Spionage-Abkommen, das Bürger und Politiker künftig vor derartiger Spionage schützen soll, die mit Terrorismusbekämpfung nichts mehr zu tun hat. Ohne die Enthüllungen Edward Snowden gäbe es diese Gespräche nicht. Die alte schwarz-gelbe Bundesregierung hatte die Dimension in dieser Affäre erst sehr spät erkannt. Man erinnert sich noch zu den Äußerungen des ehemaligen Innenministers Friedrichs und seinen damaligen Kollegen Pofalla vom Sommer dieses Jahres. Nach einer Amerika-Reise Friedrichs hieß es, die USA hätten alle Vorwürfe überzeugend widerlegt. Eine kapitale Fehleinschätzung, wie wir heute wissen. Als vor einigen Wochen aufflog, dass auch das Handy der Bundeskanzlerin abgehört worden ist, wurde die damals amtierende Regierung wach. Plötzlich hieß es von der Kanzlerin, sowas geht unter Freunden gar nicht. Es spricht nicht gerade für das damalige Spitzenpersonal in Berlin, das erst persönliche Betroffenheit dazu geführt hat, den Skandal ernst zu nehmen. Das millionenfache Betroffensein ganz, in Anführungsstrichen, normaler Bürger hat die christlich-liberale Bundesregierung, die inzwischen Geschichte ist, dagegen lange bagatellisiert. Vor diesem Hintergrund begrüßt die SPD-Fraktion, dass der zuständige Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments, der sogenannte Liebeausschuss, Edward Snowden per Videokonferenz anhören und befragen will. Die Fraktion der Piraten möchte die Landesregierung auffordern, die geplante Anhörung Snowdens zu verfolgen sowie eine eigene Auswertung vorzunehmen. Ferner soll die Landesregierung auch den Abschlussbericht des Liebeausschusses aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen detailliert auswerten und dem Landtag darüber berichten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Piratenpartei, innerhalb kürzester Zeit haben Sie nunmehr schon den zweiten Antrag in Sachen Edward Snowden eingebracht. Das mag dem Umstand geschuldet sein, dass die eigentlichen Themen der Landespolitik nicht so Ihr Ding sind. Es handelt sich hier im Kern um eine Bundesangelegenheit, die gar nicht auf die Tagesordnung des Landtages gehört. Bei einem Schulaufsatz würde es heißen, Thema verfehlt, setzen. Regelrecht unverschämt ist, dass der Beschlussvorschlag quasi suggeriert, die Landesregierung trage eine Mitverantwortung für die von Edward Snowden enthüllten amerikanischen und britischen Geheimdienstaktivitäten. Der entsprechende Zusatz in Ihrem Antrag unter Römisch 3, Ziffer 1 Ihres Antrags, Zitat, insbesondere unter Berücksichtigung der eigentlichen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der genannten Geheimdienstfähigkeiten, ist ganz entschieden zurückzuweisen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Kern zulassen? Gerne. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Nur ganz kurz. Haben Sie heute Vormittag mitbekommen, dass wir beim Tagesordnungspunkt 2 als Piratenfraktion sehr wohl deutlich gemacht haben, dass wir uns um die Landespolitik und insbesondere um die Landesfinanzen Gedanken machen? Ich habe unter Punkt 2 sehr viel mitbekommen und vor allen Dingen, wie die Piraten heute Morgen unter Punkt 2 reagiert haben. Das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass Sie jetzt hier in diesem Landtag sagen könnten, dass Sie uns hier weiterbringen würden. Und das ist bei diesem Liebeausschuss auch nicht der Fall. Also ich fahre fort. Ich habe nämlich nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Landesregierung an einer umfassenden Aufklärung des gesamten Sachverhalts interessiert ist. Sollte eine Anhörung Edward Snowden zu den Erkenntnissen führen, dass wir in Nordrhein-Westfalen, die wir für Nordrhein-Westfalen als Belang sehen würden, wird es natürlich
die Landesregierung die komplette Interessen der Bevölkerung sicherstellen und die Sachen auswerten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, merkwürdig ist auch ein Kuriosum, dass der Landtag auf Antrag der Piraten an die LIBE-Ausschuss tätigen Mitglieder des Europäischen Parlaments appellieren soll, Edward Snowden, ich zitiere, entsprechende und offene, passgenaue Fragen zu stellen. Liebe Piraten, halten Sie es tatsächlich für notwendig und angebracht, einen solchen Appell an die Kollegen nach Brüssel zu richten? Unser Erachtens bedarf es solcher Ratschläge von Parlament zu Parlament überhaupt nicht. Das wäre doch Kindergarten. Mit so etwas sollten wir uns die wertvolle Zeit nicht vergeuden. Der lange Rede, kurzer Sinn. Aus den dargelegten Gründen wird die SPD-Fraktion dem Antrag der Fraktion der Piraten nicht zustimmen. Wir sehen hier keine Notwendigkeit für eine entsprechende Beschlussfassung durch den Landtag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Heinrich. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Golland. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte nicht gedacht, dass mir mal eine Rede eines SPD-Abgeordneten so gut gefallen würde und ich in weiten Teilen zustimmen kann. Denn in der Tat, was die Piraten hier veranstalten und womit sie dieses Parlament hier quälen, sind immer wieder Anträge, die nichts, aber auch gar nichts mit der Sache hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen zu tun haben, meine Damen und Herren. Kümmern Sie sich lieber mal, und nehmen Sie den Rat mal ernst, kümmern Sie sich mal lieber um die Belange unseres Bundeslandes. Da haben Sie genug zu tun. Da haben Sie erheblichen Nachholbedarf. Es ist Ihr Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit, die Sie spüren. Und jetzt müssen Sie mit solchen Anträgen hier wieder sich hervortun, die uns nicht weiterbringen. Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat im Rahmen der bisherigen Debatten zum Themenkomplex NSA, PRISM und Tempora von Anfang an deutlich gemacht, dass eine zeitlich-räumliche und inhaltlich flächendeckende, uneingeschränkte Kommunikationsüberwachung in keiner Weise unserem Verständnis von Datenschutz und Rechtsstaatlichkeit entspricht. Ich will dies im Einzelnen nicht weiter ausführen, sondern verweise dazu auf den Entschließungsantrag meiner Fraktion vom 10.07.2013 mit der Drucksachennummer 16/3521. Mittlerweile haben sich die im Europäischen Parlament vertretenen Fraktionen allerdings darauf verständigt, dass Herr Snowden demnächst per Video vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments zu den im Raum stehenden Vorwürfen vernommen werden soll. Auch dieser Schritt wurde von der CDU-Landtagsfraktion ausdrücklich begrüßt und mitgetragen. Nicht mittragen können wir dagegen den vorliegenden Antrag der Piratenfraktion. Darin soll der Landtag von Nordrhein-Westfalen nämlich bereits heute feststellen, dass, so Beschlusspunkt 2.1 des Antrages, ich zitiere, US-amerikanische und britische Geheimdienste verdachtsunabhängig und flächendeckend internationale wie auch innerdeutsche elektronische Kommunikationsvorgänge erfassen und diese zu unterschiedlichen geheimdienstlichen Zwecken sowie vermutlich zu Zwecken der Wirtschaftsspionage auswerten. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, wenn wir dies bereits heute wüssten oder wissen, können wir uns die Anhörungen Snowdens durch das Europäische Parlament auch sparen. Die Anhörung soll doch gerade dazu dienen, die im Raum stehenden Vorwürfe zunächst einmal aufzuklären. Ob das in Ihrem Antrag geschilderte Ausmaß der Überwachung tatsächlich zutrifft oder nicht, kann deshalb seriöserweise erst nach einer Auswertung der Anhörung beurteilt werden. Gut, dass Sie alle schon vorher wissen. Darüber hinaus wollen die Piraten mit dem vorliegenden Antrag erreichen, dass die NRW-Landesregierung eine eigene Auswertung der Anhörung von Herrn Snowden vornehmen soll. Wem damit geholfen sein soll, meine Damen und Herren, erschließt sich mir nun beim besten Willen nicht. Denn wen sollte eine solche Auswertung binden? Den Landtag, die Piratenfraktion oder gar das Europäische Parlament? Davon abgesehen ist es guter parlamentarischer Brauch, dass die Auswertung einer Anhörung von denjenigen vorgenommen wird, die auch die Anhörung durchführen. Herr Kollege, eine Zwischenfrage des Kollegen Schulz zulassen. Moment. In diesem Falle also dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments. Was würden wir denn umgekehrt dazu sagen, wenn ein Fachausschuss des NRW-Landtages eine Anhörung durchführt, zu dem anschließend das Europäische Parlament seine Bewertung abgibt? Ja, Jan.
Bitte schön, Herr Kollege Schulz. Ich fände das super. Vielen Dank, Herr Kollege Golland, dass Sie die Frage zulassen. Herr Kollege, liegen Ihnen gesicherte Erkenntnisse darüber vor, dass Mobiltelefone der Bundesvorsitzenden Ihrer Partei und jetzt der Bundeskanzlerin abgehört wurden? Und haben Sie auch insbesondere in der Zeit der Erkenntnisse, die zumindest in den Medien verbreitet wurden, auch darüber gesprochen und von entsprechenden Erkenntnissen selbst gesprochen? Herr Kollege Golland, bitte schön. Also selbstverständlich liegen mir persönlich diese Erkenntnisse nicht vor, sondern ich habe das in den Zeitungen gelesen, was Sie auch in den Zeitungen gelesen haben. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen, sondern würde bei irgendeinem Geheimdienst arbeiten. Das ist reine Spekulation. Ich denke, die Nachrichtenlage ist hinreichend geklärt. Und Sie können ja gerne bei der Bundeskanzlerin selber mal nachfragen. Vielleicht gibt sie Ihnen eine Antwort. Die CDU-Fraktion benötigt zur Bewertung der Aussagen von Herrn Snowden jedenfalls weder die Einschätzung der rot-grünen Landesregierung noch die der Piratenfraktion. Im Übrigen werden Sie es auch nicht damit schaffen, einen Keil zwischen Deutschland und seine transatlantischen Verbündeten und Freunde zu treiben. Aus diesem Grunde werden wir den vorliegenden Antrag selbstverständlich ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, eingangs muss ich einmal den Kollegen Heinrichs ein bisschen beruhigen. Man kann sich seine Fans nicht aussuchen hier im Haus. Dann passiert sowas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahr 2013 stand natürlich unter dem Eindruck des NSA-Skandals. Das ist ja, steht ja völlig außer Frage. Dieser Skandal ist ein riesengroßer Überwachungsskandal, wenn nicht der größte Überwachungsskandal in der Geschichte. Noch zu Beginn dieses Jahres war es allenfalls Gegenstand von Verschwörungstheorien, dass es eine schrankenlose, anlasslose Ausforschung unser aller Kommunikationsverhalten geben könnte. Inzwischen wissen wir es besser. Inzwischen ist das Gegenstand von fachlichen Debatten. Und was ja ohne Zweifel richtig ist, diese Debatten würden wir nicht führen, hätten es nicht die Enthüllung von Edward Snowden gegeben. Und das verdient unseren Dank und das verdient unsere Anerkennung. Diese Enthüllungen haben in den vergangenen Monaten vieles bewegt. Kollege Kern hat ein Urteil aus den USA angesprochen, aus dieser Woche. Heute erst hat das Weiße Haus den Bericht einer Expertenkommission vorgelegt. Das werden Sie möglicherweise auch schon zur Kenntnis genommen haben. Da sind bemerkenswerte Punkte drin enthalten. Ein Satz, der aus den Medienberichten schon zitiert wurde, den fand ich ganz bemerkenswert. Er lautete: Von den Expertinnen und Experten des Weißen Hauses, im Übrigen, von den Experten des Weißen Hauses, der Satz: Wir kommen zu dem Schluss, dass einige der Befugnisse, die nach dem 11. September geschaffen oder ausgeweitet wurden, fundamentale Interessen bei der individuellen Freiheit, der Privatsphäre und beim demokratischen Regieren unzulässig opfern. Zitat Ende. Wer hätte denn vor kurzer Zeit gedacht, dass die Vereinigten Staaten 12 Jahre nach 9/11, in denen gerade die heimische Sicherheit immer über alles gestellt wurde, endlich wieder zu einem Punkt kommen, wo über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in diesem Land nachgedacht wird, neu debattiert wird. Da ist offensichtlich ein grundlegender Bewusstseinswandel in Gang gekommen. Und ich hoffe sehr, meine Damen und Herren, dass dieser Bewusstseinswandel auch in konkretes gesetzgeberisches Handeln umgesetzt wird. Wir haben viele weitere Bereiche gesehen, in denen die Expertenkommission Vorschläge macht, zum Beispiel, dass der Einbau von Backdoors in vermeintlich sichere Produkte beendet werden soll, dass die NSA nicht mehr die Befugnis haben soll, Verschlüsselungsstandards zu unterminieren, dass der Foreign Intelligence Surveillance Court reformiert werden soll und die Aktivitäten der US-Dienste im Ausland grundlegend reformiert werden sollen. Meine Damen und Herren, das soll aber nicht heißen, dass jetzt alles gut wird bei der NSA. Es wäre auch sicherlich vermessen, das jetzt zu erwarten. Im Gegenteil, es wird auf die konkrete Umsetzung ankommen. Aber, und das ist mir in diesem Zusammenhang wichtig, es gibt
offensichtlich Veränderungen. Es gibt endlich die Bereitschaft, in den Vereinigten Staaten über Konsequenzen aus dem NSA-Skandal nachzudenken, anstatt ewig abzuwiegeln. Und das ist ein Fortschritt, der vielleicht, der hoffentlich über den Tag hinaus reichen wird. Ich sagte es eingangs, diesen Fortschritt in der Debatte verdanken wir Edward Snowden. Er war bereit, ein selbstbestimmtes, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben aufzugeben, um die Menschheit, Bevölkerung der Vereinigten Staaten, der westlichen Hemisphäre über diese Vorgänge zu informieren, die ihm aufgefallen sind, dass in seinem Zuständigkeitsbereich geltendes Recht gebrochen wird. Er hat dafür also einen großen Schritt gemacht. Er ist zudem bereit, auch für den weiteren Aufklärungsprozess zur Verfügung zu stehen. Ich hoffe in diesem Zusammenhang, dass es tatsächlich möglich sein wird, eine Anhörung im Europäischen Parlament dieses Zeugen vorzunehmen. Da gibt es im Moment durchaus Versuche, genau das zu verzögern. Die Modalitäten einer solchen Anhörung sind auch noch vollständig offen. Ihr Antrag allerdings, und jetzt will ich zu Ihrem Antrag gerne noch kommen, Ihr Antrag formuliert auf der einen Seite natürlich eine Selbstverständlichkeit. Es ist selbstverständlich, dass sollte es eine solche Anhörung Edward Snowdens im Libe-Ausschuss im Europäischen Parlament geben, dass die Landesregierung dem dann auch nachkommen wird, das dann auch auswerten wird. Das ist selbstverständlich. Und der dritte Punkt aus Ihrem Antrag, den finde ich, muss ich schon sagen, ziemlich krass, dass man das Europäische Parlament aus Ihrer Sicht auffordern muss, passgenaue Fragen zu stellen. Ich meine, wie anmaßend ist es denn, wenn wir als Landtag ein demokratisch gewähltes europäisches Parlament auffordern, anständige Fragen zu stellen, vernünftige Fragen zu stellen, seine Arbeit vernünftig zu machen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe da, das sage ich Ihnen ganz offen, ich habe da zumindest, was die Grüne, die EFA-Fraktion im Europäischen Parlament angeht, großes Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen, dass sie dieser Aufgabe auch nachkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Dr. Orr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Debatte hier anhört, dann hat man ja das Gefühl, vor der Bundestagswahl war die Welt anders als nach der Bundestagswahl. Real hat sich aber nur die Bundesregierung geändert. Wir müssen hier im Parlament unser Verhalten nicht ändern. Wenn man vor der Bundestagswahl von Rot-Grün massenhaft hier Bundesratsinitiativen beraten hat, dann finde ich, ist es auch legitim, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen der Piraten erlauben, einmal sich ans Europäische Parlament zu wenden, meine Damen und Herren. So viel halten wir schon noch aus. Und das Land ist ja auch in gewisser Weise betroffen. Jeder von uns soll jedenfalls, wenn ich den Presseveröffentlichungen glauben darf, ja potenzielles Zielobjekt gewesen sein. Und lieber Kollege Golland, Sie haben gerade gesagt, dass ja gar nicht nachgewiesen sei, dass verdachtsunabhängig hier abgehört worden wäre, das eine oder andere. Ich kann nur sagen, ich habe keinen Verdacht, dass die Kanzlerin irgendwas Illegales in ihrem Leben bisher gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, das war verdachtsunabhängig. Oder wissen Sie mehr als ich vielleicht, Herr Golland? Also insofern, glaube ich, sollten wir doch mal hier die Kirche im Dorf lassen. Wir sind alle betroffen und wenn das Parlament hier heute an die Landesregierung appellieren soll, das eine oder andere zu tun, dann ist das, liebe Kolleginnen und Kollegen von Sozialdemokraten und Grünen, auch keine Majestätsbeleidigung. Dieses Parlament darf es sich erlauben, an die Landesregierung Wünsche zu äußern, was sie zu tun und zu lassen hat. Das ist sogar unsere Aufgabe. Das Parlament muss kontrollieren und muss auch notfalls sagen, was man anders machen darf. Und lieber Kollege Bolte, Sie haben hier minutenlang Snowden gedankt. Sie haben sich minutenlang auch selber zur amerikanischen Innenpolitik geäußert. Dann, glaube ich, darf man sich auch mit diesem Antrag entsprechend verhalten.
Wir haben nichts dagegen, Herrn Snowden anzuhören. Das ist der Kern dieses Antrags. Deswegen stimmen wir dem Antrag der Piraten zu. Springen Sie doch über Ihren Schatten und machen Sie doch auch das, lieber Kollege Bolton, was Sie eigentlich auch machen wollten, aber was Sie sich nie trauen in all den Debatten in den letzten Monaten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Ort. Für die Landesregierung spricht der Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Dr. Ort, Sie haben recht. Mit der Bundestagswahl hat sich die Zusammensetzung der Bundesregierung verändert. Aber es hat auch nicht ganz unwesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages gegeben, Herr Dr. Ort. Meine Damen und Herren, ich habe nicht genau mitgezählt, aber wir haben hier schon bereits mehrfach als Landesregierung erklärt, hier im Plenum und auch im zuständigen Fachausschuss, dass wir diese Vorgänge, die durch Herrn Snowden an das Licht des Tages kamen, sehr ernst nehmen. Daran hat sich nichts geändert. Wir begrüßen die Arbeit des Libe-Ausschusses, aber unabhängig davon, ob, wann und in welcher Form Edward Snowden im Europäischen Parlament überhaupt angehört wird, das werden wir mit großer Spannung verfolgen. Sollte eine solche Anhörung Erkenntnisse bringen, die NRW-Belange betreffen, werden wir dies ohnehin auch schon im eigenen Interesse, aber natürlich auch im Interesse der nordrhein-westfälischen Bevölkerung beobachten und analysieren. Und wir werden natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten dem Landtag hierzu Informationen zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir legen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 19/4593. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Zugestimmt hat die Piraten, die FDP und der Abgeordnete Stein. Wer kann dem nicht zustimmen? Vielen Dank. Der Antrag ist abgelehnt von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der CDU-Fraktion. Damit ist der Antrag Drucksache 19/4593 abgelehnt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen,